Mein Name ist Vera Mittelberger. Und wir unterrichten beide schon recht lange das Instrument Gitarre an der Musikschule hier in Hart. Mit der Gitarre kann man schon ab dem Schulalter beginnen, mitunter schon etwas früher. Und nach oben hin gibt es keine Grenzen. Auch Erwachsene bis hin ins hohe Alter können dieses Instrument erlernen. Die Gitarre hat 6 Saiten, auf denen manche tief und manche hoch klingen. Auf dem Griffbrett sind viele verschiedene Bünde und je nachdem, auf welchem Bund man die Saite niederdruckt, kann man unterschiedliche Töne erzeugen. Man kann entweder einzelne Töne zupfen und somit Melodien spielen oder man kann aber auch ganze Akkorde spielen und eventuell dazu singen. I can see clearly now, the rain is gone. It's gonna be a bright, sunshiny day. Die Gitarre ist einfach ein unglaublich vielseitiges Instrument. Man spielt auf ihr Musik aus verschiedensten Epochen, zum Beispiel alte Musik aus der Renaissance. Natürlich auch moderne Musik. Aus der Pop- und Rockmusik ist die Gitarre ja gar nicht wegzudenken. Aber auch spanische oder südamerikanische Musik klingt genauso toll auf der Gitarre wie aber auch österreichische Volksmusik. Gitarre gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist die größte, die Bassgitarre. Es gibt aber auch eine Oktavgitarre. Dann die halbe und die Dreiviertelgitarre für die Kinder. Eine Westerngitarre. Und das mit der Gitarre verwandte Instrument, die Ukulele. Man kann die Gitarre aber auch überall hin mitnehmen. Sei es zu einer geselligen Runde am See, beim Lagerfeuer, zu Hause im Garten. Man kann mit mehreren zusammen in einem Ensemble spielen oder in einer Band. Und natürlich zu Hause ganz allein. Und das zu jeder Tag- und Nachtzeit. Die Gitarre ist ein leises Instrument. Preislich sind die Gitarren auch recht günstig. Ab ca. 200 Euro bekommt man schon ein Anfängerinstrument. Ihr seht, es gibt viele triftige Gründe, Gitarre zu lernen. Wir freuen uns auf euch. Finito!